Hüftspeck. Spargeltarzan, so wurde ich in der Schule gerne genannt. Eine lange Dürre wird kommen, war auch ein beliebter Spruch. Mich hat das natürlich genervt. Ich konnte schließlich nichts dafür, dass ich so dünn war, mit Armen und Beinen wie Stöckchen. Mit Anfang 20 fing mein Körper an, sich zu verändern. Ich hatte plötzlich kleine Röllchen an der Hüfte, meine Love Handles. Eigentlich war ich froh darüber, langsam weiblichere Formen zu bekommen. Trotzdem war ich kurzzeitig über meine Figur verzweifelt. Muss ich jetzt aufs Laufband und trainieren? Auf meine geliebten Kartoffelchips verzichten? Vielen anderen Models in meinem Alter ging es ja ähnlich. Ich beschloss, dass mir meine Röllchen egal sein sollten. Über Sport hätte ich nachdenken können, aber beim Essen hört der Spaß auf. Beim Abmessen, was meiner Meinung nach sowieso keinem anderen Zweck dient, als Models einzuschüchtern, würde ich einfach den Atem anhalten. Meine neue Taktik wurde auf die Probe gestellt, als mich Chanel für die Prêt-à-Porter-Schau buchen wollte und ich zur Anprobe ins Schneideratelier musste, wo natürlich das gefürchtete Maßband rausgeholt wurde. Ich ließ mir nichts anmerken, selbst dann nicht, als mir die Chefin des Ateliers das Band um die Taille legte. Aber dann schnappte sich Madame meinen nicht vorhandenen Hüftspeck, hielt ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und wackelte daran herum. Das musst du loswerden. Es ist zu viel. Das ist nicht gut. Die Schau bin ich übrigens nicht gelaufen. Dafür ging ich direkt nach der Anprobe zu einem Bäcker und gönnte mir auf den Schreck ein Schokoladencroissant. Ich habe nicht ein einziges Mal darüber nachgedacht, für einen Designer abzunehmen. Nicht einmal für Karl Lagerfeld. In der Branche mögen es manche für unprofessionell halten, aber ich habe an meiner Entscheidung, mich nicht unter Druck setzen zu lassen, nie gezweifelt. Ich habe vielleicht nicht so viel auf dem Laufsteg gearbeitet wie andere Mädchen. Der Preis, den ich dafür vielleicht hätte zahlen müssen, war es mir aber auch nicht wert. Und am Ende hat mir meine Überzeugung sicher nicht geschadet.